Reimer has a hard act to follow. But we will continue with your presentation. You have 3 minutes. Leicht undankbarer Job nach so einer Vorrednerin. Der Nationalismus war in Kurdistan als Nationalismus der herrschenden Nationen, also insbesondere türkische, persische und arabische Nationen, halt immer mit einer sehr starken Unterdrückung und Auslöschung anderer Identitäten verbunden. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt auch des Kampfes der Kurden dort. Aber andersrum gegen diese vielfältige Unterdrückung, die auch verschiedene Formen ja angenommen hat, also nicht nur eine nationale, sondern auch von verschiedenen religiösen Gruppen, eine patriarchale Unterdrückung von Frauen, dagegen eine einheitliche kurdische Nation zu imaginieren, sich vorzustellen und zu behaupten, es gäbe eine einheitliche kurdische Nation, ist ja auch schwer gefallen, weil die historischen Erfahrungen in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich waren, die Klassengegensätze auch massiv in den Kurdistan, also da haben einfach nicht alle Leute das gleiche Interesse. Die Bevölkerung ist religiös fragmentiert gewesen und diese Unterschiede wurden ja auch von den herrschenden Mächten sehr stark ausgenutzt. Ich will nur sagen, es war auch schwierig, halt eine einheitliche kurdische Nation überhaupt zu behaupten. Das ist sozusagen ein Ausgangspunkt von der Suche nach alternativen Konzepten zu eben diesem klassischen Nationenkonzept. Nun ist dieses Konzept des Nationalstaates wird im Moment, also einerseits hat es wieder sozusagen Zulauf, andererseits wird es ja von verschiedenen Seiten herausgefordert, also außerhalb von solchen fortschrittlichen Konzepten, auch von extremen Reaktionären. Wenn wir uns den Islamischen Staat ansehen, dann geht es denen auch um eine Auflösung des Nationalstaates, eine Aufhebung des Nationalstaates, wie er in den Mittleren Osten importiert worden ist. Nur natürlich von einer also noch extremer einheitlichen, also auf eine Art und Weise, die viel mit dem Faschismus gemein hat, in der Art und Weise, alles, was anders ist, was anders denkt, was anders aussieht, was anderes glaubt, auszulöschen. Das ist eine Art und Weise, natürlich den Nationalstaat zu überwinden. Das Konzept der kurdischen Bewegung ist natürlich das genaue Gegenteil. Gleichzeitig sehen wir auch in der Welt eine Stärkung von indigenen Bewegungen, von Bewegungen von Ureinwohnern, zum Beispiel Lateinamerika. Ein paar sind erwähnt worden, auch bei vorigen Konferenzen schon. Bolivien als Beispiel für einen Staat, der sich mittlerweile als plurinational definiert, also nicht nur als von zwei oder mehr Ethnien, sondern gleich plurinational, also viele Nationen da drin. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung von dem, was in Kurdistan diskutiert wird. Öcalan dekonstruiert nun diesen klassischen Nationenbegriff, den ja auch die PKK eine ganze Weile propagiert hat und vertreten hat, konstruiert ihn jetzt in mehrere verschiedene Richtungen. Einer ist zum Beispiel, Haskar hat das eben auch schon erwähnt, die Frauen als eine Nation zu definieren. Ja, das läuft diesen klassischen Nationenbegriff natürlich völlig konträr, zu sagen, ja, die Frauen sind auch eine Nation hier. Die Nationendefinition oder der Ursprung der Nation wird, ist auch erwähnt worden schon, ganz tief in der Geschichte gesucht, nämlich in den religiösen Vorstellungen, mit denen erstmals beim Aufbau von hierarchischen staatlichen Gesellschaften die Herrschenden ihre Herrschaft zu legitimieren versuchen. Also es wird diese Verbindung hergestellt zwischen den Götzen quasi, die damals erschaffen worden sind vor rund 5000 Jahren und den Überzeugungen der Wichtigkeit für diese Götzen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, also das, was wir eben als Staat haben, wie das damals angelegt worden ist und wie vieles davon heute noch in aktuellen, in gegenwärtigen Staaten da ist. Das ist alles Teil von dieser Analyse des Staates.
Fabian Scheidt hat es auch erwähnt, ähnlich wollte ich das auch sagen, er hat von der Koevolution gesprochen, dass der Kapitalismus in seiner heutigen Form nur möglich geworden ist durch den modernen Territorialstaat und später Nationalstaat, wenn ich ihn richtig da verstanden habe. Das hat Öcalan relativ ähnlich formuliert. Er begreift den Nationalstaat als die Form, in die die Macht gegossen werden musste, damit der Kapitalismus als System überhaupt erst möglich wurde. Wenn man diese These, wenn man dem folgt und das ernst nimmt, dann kann man auch nicht von einer Überwindung des Kapitalismus anfangen zu denken oder das konzipieren, ohne gleichzeitig das nationalstaatliche Denken insgesamt zu überwinden. Deswegen sucht Deutschland nach einem alternativen Vorschlag und schlägt diesen Begriff der demokratischen Nation vor. Das ist einerseits, ich habe das am Beispiel der Frauen als Nation erwähnt, ist halt subversiv, ist halt geeignet, um bestehende Nationenverständnisse zu unterlaufen. Und gleichzeitig ist es aber auch konstruktiv, weil es ein Angebot macht. Also die demokratische Nation als eine Art und Weise, verschiedenste Gruppen innerhalb der Gesellschaft zu organisieren, Gesellschaft als aus Gruppen bestehen zu denken, also nicht aus Individuen bestehen in erster Linie, so also ganz viele Individuen bilden eine Gesellschaft, sondern verschiedene Individuen sind Teil von verschiedenen Gruppen, die bestimmte Identitäten haben und alle diese sollen organisiert Ausdruck bekommen. Also das Individuum mit den verschiedenen Identitäten und die verschiedenen Identitäten als Gruppen bilden eine Nation, also können eine Nation bilden aus verschiedenen Ethnien, eben aus verschiedenen religiösen Richtungen, aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, ob das Berufsgruppen sind, natürlich verschiedenen Geschlechtern, verschiedenen Altersgruppen, also die Jugend als eigene Gruppe wird organisiert. Und diese Vielheit, diese Vielfalt, halt als genauen Gegenpol zu dem, was ich für den Islamischen Staat oder für den Faschismus beschrieben habe, halt als ein Gegenpol, als ein anderes Extrem in einem Fluidum, also einem Übergang, dass es Übergänge von ganz verschiedenen Formen von Nationen gibt. Und da bildet halt dieses Modell der demokratischen Nation das eine Extrem, also wie es halt extrem demokratisch verläuft. Das hat zwei Voraussetzungen, ich habe es beide schon erwähnt. Das eine ist die Organisierung. Es muss natürlich, also man kann sich nicht zurücklehnen, alles den Bürokraten überlassen oder professionellen Politikverwaltern und dann glauben, man hat eine Demokratie. Das funktioniert so natürlich dann nicht. Also die Gesellschaft muss organisiert sein und sich um ihre eigenen Belange kümmern. Das fällt da natürlich leichter, wo Krisen sind oder wo Schwierigkeiten ganz akut, ganz dringend überwunden werden müssen. Deswegen bilden halt solche revolutionären Situationen offensichtlich einen guten Nährboden dafür, neue Strukturen auch aufzubauen. Gleichzeitig muss natürlich eine gewisse Toleranz für die verschiedenen Gruppen geschaffen werden. Das kann nicht eine Gruppe hergehen und sagen, ja, es gibt zwar irgendwelche Minderheiten, aber wir sind hier die eigentlichen, die diese Nation bilden, oder wir sind die eigentlichen, denen dieses Land gehört, oder wir sind eigentlich diejenigen, die das Sagen haben. Die halt die Erfahrung mit den Nationalstaaten im Mittleren Osten gewesen ist. Und jetzt, worauf ich kurz eingehen möchte, ist die Frage, ja, wieso ist denn die kurdische Bewegung bei diesem Konzept angekommen, wieso ist Öcalan da angekommen? Ich denke, die PKK hat eine Tradition, die gesellschaftlichen Gegebenheiten der eigenen Gesellschaft und der sie umgebenden Gesellschaft, also wenn ich von der kurdischen ausgehe, sehr genau zu analysieren. Also wenn man sich die allerersten Schriften der PKK anguckt aus der Mitte der 70er Jahre, da hat man schon eine sehr differenzierte Analyse, also kein alles über einen Kamm scheren, die Kurden sind so, die Kurden sind so, sondern es gibt eine sehr differenzierte Analyse von den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die da sind, den verschiedenen Klasseninteressen, die da sind. Also ich würde sagen, das ist gut in guter materialistischer, marxistischer Tradition, die Sachen so zu analysieren. Dann ist es ja offensichtlich, also wenn man vom Ende her guckt, ist es offensichtlich der PKK ja gelungen, Millionen von Menschen zu organisieren mit ganz verschiedenen Hintergründen. Also Leute, die sich normalerweise vor 40 Jahren nicht vertragen haben, also
wirklich verfeindete Bevölkerungsteile, verschiedene, also nur als Beispiel, konkret und oft zitiert halt Sunniten und Jesiden, hat die PKK geschafft, beide zu organisieren und beiden klarzumachen, warum der Staat die Widersprüche oder Widersprüche konstruiert, fördert und ausnutzt, und dass das für einen gemeinsamen Kampf um Demokratie kontraproduktiv ist. Und es ist gelungen, halt erstmal innerhalb der kurdischen Gesellschaft sehr viele Verschiedenheiten kennenzulernen. Die PKK ist halt wirklich auch überall, also nicht in bestimmten kleinen bestimmten Gebieten schwächer, sondern stärker. Aber sie kennt letztlich aus eigener Anschauung, aus eigenem Hingehen in die Dörfer, wirklich auch alle Gebiete. Das heißt, sie hat die konkreten Gegebenheiten auch immer weiter kennengelernt und versucht eben die Verschiedenheiten alle einzubinden, die verschiedenen Gruppen. Zum anderen, und das ist der wichtige Punkt, und da bin ich auch schon fast am Ende, es ist ihr halt immer wieder gelungen, auch für sehr unterschiedliche Menschen politische Projekte vorzuschlagen und sie dazu zu motivieren, für diese politischen Projekte zu kämpfen. Ich zitiere ganz gerne einen prinzipiell nicht besonders sympathischen Menschen, einen bekannten türkischen General. Der hat in einem Interview den Interviewer gefragt, was er eigentlich glaubt, worin die PKK erfolgreich ist. Und der Interviewer war ganz verdattert. Und dann sagt er, wir haben rechnerisch mehrfach die gesamte Mitgliedschaft der PKK umgebracht. Und es gibt sie immer noch. Das heißt, es ist ja immer wieder gelungen, Leute zu motivieren, sich einem politischen Kampf anzuschließen. Und das tut sie immer noch. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Dieses Projekt der demokratischen Nation, was die PKK vorschlägt, ist geeignet, nochmal einen Schritt weiter nach außen zu tun, nochmal den Bereich des politischen Kampfes zu vergrößern. Wir sehen das ganz konkret. Ich hoffe, wir werden auch noch mehr darüber hören. Wir werden ja noch Sprecherinnen aus Rojava haben. Ganz konkret war ja Rojava drei Kantone, in denen relativ großer Bevölkerungsanteil kurdisch war. Aber jetzt haben sie einen vierten Kanton ausgerufen, Manbij, wo die Mehrheit ja ganz klar arabisch ist. Das heißt, es gelingt immer weiter, andere Gruppen einzubinden, für dieses System zu begeistern, für diese politischen Projekte zu begeistern. Und ich denke, noch eine Randbemerkung natürlich, kann ich auch übergehen, ist okay. Ich denke, das ist, wenn wir uns Rojava angucken, ich denke, das ist auch das, was wir überhaupt von der Bewegung dort und auch anderswo in Kurdistan lernen können. Versuchen, Menschen zum Nachdenken zu bringen, einzubeziehen, Fragen zu stellen, in Diskussionen einzubinden. Wir versuchen das hier im Kleinen ein bisschen mit dieser Konferenz. Und ich denke, das ist, was wir lernen können. Und das, was viele Linke in Europa auch nicht schaffen. Also sie stellen sich vielleicht auch diese Fragen gar nicht. Also wie können wir Hoffnung für andere sein? Wie können wir Menschen begeistern? Wie können wir Menschen organisieren, die ganz anders sind als wir selber? Also nicht nur die eigene Peer Group, gleiche Altersgruppe, gleiche soziokulturelle Hintergrund, sondern Menschen für politische Projekte begeistern, die ganz anders sind als wir selber. Wenn wir nach Rojava gucken, und damit komme ich zum Ende, ich denke, niemand sollte nach Rojava reisen, um zu lernen, eine Waffe zu bedienen. Waffen sind nur leider notwendige Mittel der Selbstverteidigung. Lernen können wir dort ganz andere Dinge. Waffen, denke ich, haben keinen Glanz, sondern Glanz hat das Lächeln der Menschen, wie die Freunde, die wir gerade gesehen haben, die im Kampf um Befreiung ihre eigene Stärke und die Stärke der Solidarität kennenlernen. Das ist auch der Kern des Projekts der demokratischen Nation. Applaus